Yo Freunde, was geht? Und ich begrüße euch zu meinem ersten Commentary hier auf Swazzy TV. Ja, in diesem Commentary sage ich erstmal einiges über mich, was ich mit dem Channel vorhab, wie es weitergeht etc. Ja, gut. Fangen wir an. Im Hintergrund seht ihr ein BO1 Gameplay. Das, was ich benutze, wie Waffen, Perks etc. seht ihr genau jetzt eingeblendet an der Seite. Genau. Ja, das geht dann auch nach ein paar Sekunden wieder weg. Ich lasse das nur kurz eingeblendet, also macht euch da keine Sorgen. Gut, also fangen wir mal an. Ja, also, erstmal was zu mir. Ich bin Swazzy in der Xbox-Welt, in der Gamer-Welt, beziehungsweise Tirito, weil ich nebenbei auch noch Trickshotter bin. Also das ist so gesagt mein Zweit-Channel, das seht ihr aber schön am Layout oben. Da könnt ihr auf der linken Seite auch mal auf meinem Trickshot-Channel vorbeischauen, falls euch für Trickshots interessiert. Je nachdem, ist mir egal. Da könnt ihr dann meine Videos gucken oder auch nicht. Der Channel hier wird sich rein um Commentaries, Let's Plays, Fun Games, also wie Minecraft oder etc. Jeden möglichen Scheiß oder auch mal eine Runde GTA. Ich weiß noch nicht, was ich genau alles an Video machen werde. Auf jeden Fall alles immer Freestyle oder Live-Commentary, weil ich finde einfach, das Abgelesene kommt dann so künstlich rüber. Ja. Noch was kurz zum Gameplay ist in 20-2 Team Deathmatch. Auch wenn ihr es an der Seite jetzt gerade schon gesehen habt, aber 20-2, denke ich mal, kann man für Team Deathmatch akzeptieren, war eine schnelle Runde. Ich habe eigentlich nicht wirklich Bock gehabt zu zocken, aber naja, hab's halt einfach mal genommen. Ist eigentlich ganz, sieht ganz hübsch aus. Ja, zu mir, ich bin 17 Jahre alt, heiße Real-Life-mäßig Patrick. Hab einfach mir gedacht, ich schließe mich mal der ganzen Community von Kommentatoren an. Ja, kann man das so sagen, ich denke schon. Und ja, hab einfach mir so gedacht, ich mache da auch mal ein bisschen was, einfach nur, weil ich Bock zu habe. Ich habe das auf meinem Channel schon geschrieben gehabt, in der Channel-Beschreibung steht das. Ich mache das Ganze eigentlich nicht, weil ich irgendwie Fame werden will, sondern irgendwie nur, weil ich Bock habe, auch mal Commentaries zu machen. Unter anderem viele auch mit Freunden, weil ich zocke eigentlich generell fast nie alleine, ich zocke eigentlich immer mit ein paar Leuten. Deswegen werden da auf jeden Fall auch Duals kommen, mit verschiedenen Trickshot-Freunden oder auch normal mal. Es werden Livestreams demnächst folgen, sobald ich das mit dem Streamen alles so hinkriege, weil meine Verbindung ist nur eine 16K-Leitung und das alles geht im Moment hier in meinem jetzigen Zimmer noch über WLAN. Das bedeutet, ich musste hier erst LAN-Kabel verlegen und ja, dann werde ich da auf jeden Fall auch streamen tun und so weiter. Ja, Freestyle, wie ihr seht, versprechen tue ich mich natürlich auch hin und wieder mal. Genau, ja. Dann, was gibt's noch zu sagen? Genau, morgen folgt auf jeden Fall auch ein Dual mit meinem Freund Seki. Das ist so gesagt mein bester Xbox-Kumpel. Kenne ich jetzt schon seit 3 Jahren. Wir zocken aktiv zusammen und sind da auf jeden Fall immer irgendwie ein bisschen am Suchten, wenn Zeit dafür ist. Wisst ihr, Real Life geht vor, aber Suchten muss auch sein. Gehört zum Leben. An dieser Stelle sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Seki. Ich freue mich schon auf morgen, Digga. Ja, was ich morgen für ein Gameplay reinhauen werde, weiß ich auch noch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt mir ganz dringend auch in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Es werden, wie gesagt, auch Let's Plays folgen, nur ich weiß nicht, was ich Let's Playen soll. Ich habe vor, Assassin's Creed 2 zu Let's Playen, weil das so mein Lieblingsteil von Assassin's Creed ist. Aber wenn ihr was anderes sehen wollt, dann sagt das mir einfach. Mir ist das eigentlich egal, Hauptsache ihr seid hier zufrieden. In meiner Channel-Beschreibung steht unter anderem natürlich auch, dass ich meine Ziele, das sind einfach nur, ich glaube 200 Abonnenten sind Maximum, wo ich ein Ziel habe. Das bedeutet wieder, ich will nicht Fame werden und ich will auch im Moment erstmal kein YouTube-Partner werden, weil ich sage ganz einfach, ich mache das hier rein zum Spaß, ich mache das rein, weil ich Bock zu habe und nicht, weil ich Fame werden will. Das braucht man, denke ich mal, nicht. Ja, genau. So viel dazu. Dann zum anderen könnt ihr auch noch hier das Channel, also das Video-Layout, sage ich mal, so ein bisschen bewerten. Weil, das habe ich mir gedacht, mache ich mal, dass es einfach ein bisschen professioneller aussieht. Ich denke, hier mit Professionalität kommt man in der Community sehr weit, was sehr, sehr viele sehr, sehr vernachlässigen. Danke dafür an die Community. Deswegen mache ich das einfach mal. Wenn es euch nicht gefällt, kann ich es auch gerne rausmachen, ist gar kein Problem. Wenn nicht, dann bleibt es auf jeden Fall drin. Verbesserungsvorschläge auf jeden Fall sind hier für meinen Kanal und auch für jedes Video natürlich immer angebracht. Ihr könnt mir sowohl Lob wie auch Tadel hier schön hinschreiben in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mit mir zocken. Im Moment ist das auf jeden Fall noch alles offen. Ihr müsst mich einfach nur auf Skype anschreiben. Steht alles in der
Channel-Beschreibung, da steht mein Skype-Name etc. und auch mein Xbox-Name. Xbox heiße ich noch mit meinem Trickshot-Namen, auch da, wo das Gameplay erzockt ist, Supra Tirito. Aus dem einfachen Grund, weil ich noch keinen zweiten Account habe, jetzt wo ich zum einen nur Trickshot ist ja jetzt, wäre dann Supra, und zum anderen der Swessy-Account dann rein für die Gameplays etc. Habe ich noch nicht, kommt aber auch in kürzester Zeit. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall demnächst was, dass ich da noch was machen kann. Bin im Moment in der Ausbildung, deswegen ist es mit dem Geld bei mir nicht ganz so fett, muss ich sagen. Also Ausbildung zieht schon ganz schön, auch die Ausbildungskosten. Geht einfach nicht allzu viel. Ja, das Gameplay neigt sich somit auch dem Ende. Wir haben gewonnen die Runde 20-2 auf Summit. Habt ihr alle schon gesehen. Ich hoffe, ihr seid aktiv auf meinem Channel. Ich hoffe, ihr tut hier richtig schön viel meine Videos schauen und so weiter. Wenn ihr Fragen zum Equipment etc. habt, steht alles in der Channel-Beschreibung schon drin. Sonstige Fragen könnt ihr auf jeden Fall immer schön in die Kommentare schreiben. Ich werde sie in Videos hin und wieder mal beantworten. Ich werde auf jeden Fall Frage-Antwort-Video machen. Ja, und ich würde mal sagen, in diesem Sinne, hadebei, leck mal ei.